Schüchternheit überwinden. Wie komme ich wieder in die Kontakte? Wie überwinde ich meine Scheu vor Menschen? Herzlich willkommen bei Teil 2 meines Gesprächs mit René Hellermanns. René ist Networker und hat in seinem Leben schon Tausende von Menschen kontaktiert. Und das, obwohl er früher mal alles andere als kontaktfreudig war. Depressionen und Burnout hinderten ihn lange am Weiterkommen. Heute geht er damit offen um. Und sagt ganz klar, lebenslanges Lernen hilft dir, in den Gedankenfluss zu kommen. Das heißt, bleib nicht bei den Problemen stehen, sondern finde aktiv Lösungen. Gehe Schritt für Schritt vor. Ich freue mich aufs Gespräch, auf diesen zweiten Teil und damit genug der Vorrede. Hier geht's weiter. Aber es geht immer darum, so, welche Fähigkeiten lerne ich da? Was für Menschen kenne ich da? Was für Beziehungen führe ich da? In welchen Temperaturgefilden wohne ich da? Wo kann ich denn alles hinreisen? Und was lerne ich für Menschen kennen? Was für Aspekte des Lebens lerne ich kennen? Das ist viel geiler. Mhm. Was rätst du denn Menschen, die kontaktscheu sind? Hast du schon einiges erwähnt, aber versuchst du da auf die positiven Aspekte zu lenken? Wie du jetzt sagtest, was kannst du alles für Menschen kennenlernen? Die Welt ist groß. Es gibt unglaublich viele Menschen. Und die sind ja nicht alle ablehnend, ne? Da kann sich wunderbare Beziehungen ergeben, die über Jahre halten, weißt du, die sehr wertvoll und fruchtbar sind über einen langen, langen Zeitraum. Ja, das kennen wir ja. Also ich hoffe, dass das viele, ich wünsche es jedem, dass jeder sowas schon kennengelernt hat. Beziehungen, die man, was weiß ich, in der frühen Kindheit schon entwickelt hat oder in der Schule oder so, dass der beste Freund, die beste Freundin, wie auch immer, ne? Es hält sich vielleicht bis heute und man hat sich nie irgendwie betrogen oder ist sich auf den Geist gegangen, sondern es gibt ja auch diesen Satz, man begegnet sich seit 2 Jahren wieder, weil die Lebenswege waren irgendwie unterschiedlich und dann begegnet man sich wieder und es ist so, als wäre nichts passiert. Wieder das Thema Zeit. 2 Jahre waren gar nicht existent, man knüpft genau dort an, wo man vor 2 Jahren aufgehört hat. Ja. Sind das so Sachen, die du dann den Leuten kommunizierst oder, sagen wir mal, in die Vorstellungswelt hineinträgst von diesen Leuten, die ja, ich stelle mir das immer so vor, die haben halt so Scheuklappen auf, die denken, ah, das funktioniert nicht, das ist alles schwierig, ich kann es ja selber nicht so richtig und ich mag auch nicht fremde Menschen ansprechen, weil fremde Menschen, die sind irgendwie fremd, ja, Aliens, so, die wollen, im schlimmsten Fall wollen die mir noch was Böses, so. Kontaktscheut. Ja, also genau. Wenn du jetzt sagst, also die Zuschauerinnen oder Zuschauer oder Hörer, ich bin kontaktscheu, dann ist es ja erstmal eine Aussage. Das ist der Status quo. Ich bin kontaktscheu. Aber du möchtest es bestimmt gerne ändern. Da ist ein Wunsch zu mehr, zu Wachstum. Ne? Da muss man aus der Komfortzone raus. Und da lade ich einfach Menschen ein. Da ist ein sehr einfaches Modell. Reden wir mal über Spinnen. Magst du Spinnen? Total oder gern. Ich habe eine Phobie vor Spinnen. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Der Psychologe, der dem Menschen helfen will, eine Phobie, eine Scheu zu überwinden, setzt erst eine kleine Spinne drauf, dann eine mittlere Spinne für den Arm, dann eine etwas größere Spinne und irgendwann hast du eine Vogelspinne. Und das nennt man systematische Desensibilisierung. Und genauso geht das auch mit dem Kontakten. Das kommt im Prinzip vom Rekrutier. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Rekrutier.de, Grüße. Tobias Schlosser und so. Die haben da ein wundervolles Modell ins Leben gerufen. Und zwar um diese Kontaktscheuheit abzubauen. Aber dieses Modell habe ich schon vor vielen Jahren überlegt. So, lass es doch in Schritten passieren. Und ich erkläre das kurz. Du gehst auf die Straße und sagst einfach nur, hey, zu allen Menschen. Also geh auf die Straße und spreche 10 Menschen mit Hey an. Das kann der erste Tag, die erste Woche sein. Am nächsten Tag, da mal pro Tag, haben wir jemanden, der hat da Bock auf, der will diese Kontaktscheu hat schnell weg loswerden. Und dann gehst du einfach nur und fragst nach dem Weg 10 Menschen. Dann am dritten Tag wechselst du Geld oder fragst nach einer Uhrzeit. Und irgendwann fragst du sie, hey, sie gefallen mir, sie haben tolle Klamotten, sie haben ein gutes Auftreten, eine tolle Energie. Ich glaube, ich könnte sie in meinem Team gebrauchen. Sind sie offen, richtig motivierendes, geschäftliches Angebot? Und wo kann man halt eben dann mit Menschen reden? So habe ich auch schon Leute auf der Straße angesprochen. Ich habe zum Beispiel damals, hatte ich 5, 6 Termine für eine 2-Buchstaben-Gesellschaft mit Parfüm. Und bin dann vom Bäcker. Von einer 3-Buchstaben-Gesellschaft zur 2-Buchstaben-Gesellschaft. Die aktuelle Firma hat nur noch einen Buchstaben. Genau.
Und dann bin ich vom Bäcker zum Tankwart, zum Restaurant, habe ich noch 5, 6, 7, 8 Nummern angeschrieben und ich habe, hey Sie da, Sie sind hinter der Kasse, sind Sie zufrieden mit Ihrem Job und so weiter? Und dann meinte, ja, okay, aber Sie haben noch Platz im Portemonnaie, oder? Ich habe da vielleicht noch was für Sie, haben so noch ein bisschen Platz auf dem Konto? Und dann sagt die, hey, ja, wie, um was geht's? Ich suche nur Menschen, die sich duschen und waschen. Kennen Sie Menschen, die sich duschen und waschen? Ich finde keine. Und dann hat die schon gelacht und dann, aber ich pass auf, ich habe jetzt gleich einen wichtigen Termincall. Ich habe keine Zeit. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Ich melde mich bei Ihnen und Sie kriegen alle Infos, die Sie brauchen. Mhm. Das war aber schon quasi Schritt Tag 10 dann. Ne? Du hast vorher Geld gewechselt, Leute angelacht, nach dem Weg gefragt, nach der Uhr gefragt oder nach irgendwelchen tollen Geschäften gefragt, wo man jetzt wundervoll einen Cocktail trinken kann oder ein Bier oder einen Kaffee oder sonst was. Und so kannst du dich da einfach diesen Glauben an dich, an deiner Kommunikationsfähigkeit kannst du einfach Tag für Tag oder Woche für Woche, wenn es im Wochenrhythmus geht, mach jeden Tag 7 Tage lang, 10 Mal am Tag eine Arbeit dann, also 10 Leuten ein Lächeln schenken. Mach das eine Woche, wenn es für dich so lange dauert. Fühl dich da rein, komm in den Flow. Und so geht es dann halt eben auch, als ich jetzt angefangen mit Chatten online auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok, auf egal wo, ich habe einen Widerstand gespürt. Mhm. Ein Widerstand, welche Menschen soll ich denn hier anschreiben? Ja. Wie soll ich denn den richtigen Menschen finden? Und was schreibe ich denen? Obwohl ich da schon 19, ne, das war jetzt vor kurzem, Anfang des Jahres. Mhm. Und ich habe dann jemanden, einen großen Networker, der macht schon so 300.000, 400.000 Dollar Umsatz im Monat, ne, 500.000 Dollar im Monat Umsatz, Deutscher, wohnt in Amerika. Und wir haben uns angefreundet und der ist so jemand, der macht 18 Stunden am Tag, ist der da am Chatten und am Connecten und Leuten da eine Lösung bieten. Und ich habe ihn gefragt, wie geht das? Wie machst du das? Und dann hat er mir viel, viel erzählt und er ist ein sehr guter Mentor, ne? Mhm. Und der wollte mich natürlich in seinem Geschäft haben, aber ich bin jetzt bei dem hier geblieben und gesagt, lass uns bitte austauschen, ich bin nicht offen für dein Geschäft, aber ich weiß deine Zeit zu schätzen und wenn ich dir sogar Geld dafür gebe, ne, lass mal mit dem Geld, meint er, ich habe schon genug Geld, ich helfe dir gerne, René, du bist ein cooler Typ, du bist authentisch, hat er gesagt, das ist echt so wieder mal. Und er hat mir dann seinen Tagesrhythmus gezeigt, was er erklärt, was er denn da so macht und in welchen Gruppen er unterwegs ist, wie er Zielgruppen findet, wie er sich auch neue Zielgruppen erfindet. Und für diese Menschen dann, er sagt immer, ja, du musst ein Steak hinlegen. Ja, jetzt tut mir leid für alle Veganer. Ich bin immer so on-off-Veganer. Also 18 Stunden am Tag bin ich Veganer und dann 6 Stunden esse ich Fleisch, ne Scherz. Gibt ja auch Fleischersatz. Also. Ja. Du musst ein Steak hinlegen, also etwas, was den anderen absolut interessiert. Und wenn er das Steak nicht nimmt, gehst du zum Nächsten. Mhm. Also du musst im Prinzip einen Elevator-Pitch gestalten, nach dem Motto. Und sagst so, hey du, bei mir kann ich sagen, du, ich habe ein wundervolles Entgiftungsprodukt, wo alle meine Kunden in 1 bis 7 Tagen was gemerkt haben und das definitiv ein Impact ist. Ist das interessant für dich? So oder, keine Ahnung, wenn du Schokolade im Network-Marketing verkaufst, Kakao Mundo, das gab es ja mal, gibt es nicht mehr. Mhm. Sag mal, bist du ein, das ist so, du, oder geh mal durch die Innenstadt mit einem Tafel Schokolade. Hey, magst du Schokolade? Nein. Magst du Schokolade? Nein. Magst du Schokolade? Ja. Du kannst doch ein Veganer kein Schnitzel verkaufen oder ein Steak. Du musst schon so einen kleinen Elevator-Pitch haben, also sprich ein Kurzverkauf mit den mit guten, prägnanten Sätzen, wo der andere eine Anziehung spüren kann. Mhm. Aber das ist ein super Beispiel jetzt auch mit diesem schrittweise sich annähern, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass die Menschen sagen, ja gut, was du da mit der Kassiererin oder mit dem Kassierer machst, so von wegen, ja, ist noch Platz im Portemonnaie und wie geht's Ihnen denn so? Und ich habe jetzt ja keine Zeit, aber gib mal deine Telefonnummer. Das ist ja eh die große Frage, die große Königsfrage. Bist in der Disco und fragst nach der Nummer, ne? Wer macht das denn? Haha, sind wir doch mal ehrlich. Das machst du nur, wenn du richtig selbstbewusst bist. Und dieses Selbstbewusstsein hast du dir dann schrittweise aufgebaut. Ne? Ich finde das gut. Und da sagen viele sicherlich, das kann ich gar nicht. Das, was du da machst mit der Kassiererin, das funktioniert, das kann ich nicht. Das traue ich mich nicht. Aber das traust du dir erst dann, wenn du eben diese 10 Tage durch hast. Wenn du erstmal nur hey sagst. Hey, hallo. Ne? 10 Tagen, 10 Wie Wochen, ist es so? 10 Jahre. Ja, ja. Genau. Ja. Du kannst es noch nicht. Das muss man ja ganz klar sagen. Du bist ja hier auf diesem Ausbildungsplaneten. Früher war aus meiner Sicht manchmal ein Klassplanet hier, was ja manchmal so passiert. Aber es ist auf jeden Fall, ich will es positiv transformieren. Es ist ein Ausbildungsplanet für egal was. Mhm. Und alleine, wenn du in das YouTube-Universum reinguckst, da können wir Männer kochen, stricken und bügeln lernen in einem 3-Minuten-Video von sogar von einem Mann
erklärt, der es gut kann. Wir können alles lernen und das ist auch das, was wichtig ist. Ne? Ich höre gerade Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner wieder. Da geht es um, damit man einfach im Fluss bleibt oder auch, dass das Gehirn auch gerne mal wieder funktioniert oder auch bei älteren Menschen, dass man das Gehirn auch nicht versagt oder dass da irgendwie Alzheimer oder so, Geschichten auftreten. Da geht es um 4 Buchstaben. K-L-O-W. Damit das Gehirn immer schön im Fluss bleibt und auch besonders bei älteren Menschen, das habe ich bei meinem Vater gemerkt, der ist ja 2020 leider von diesem Planeten weggeflogen. Ich denke mal, es geht ihm jetzt gut, weil er sehr viele Sachen durch hatte. Aber sein Gehirn hat wirklich, ist wirklich von der Kurve nach unten gegangen, weil er hat nichts mehr gemacht. Er hat nur noch vom Fernsehen gesessen und hat sich beweihräuchern lassen, aber der war früher, der hatte so viele Bücher gelesen, immer Zeitung gelesen und da hat er sein Gehirn einfach aktiv genutzt, ne? Und das ist wichtig dann, zum Beispiel Thema Bodo Schäfer, K-L-O-W heißt konstant lernen und wachsen. Immer weiter, nicht aufhören. Und das ist dann auch das, was mich über die 21 Jahre befähigt hat, immer besser zu werden. Und das empfehle ich jedem, der jetzt heute bei Null ist. Aber das ist ja, wenn du verstehst, dass du bei Null bist, ich bin im Prinzip auch bei Null, weil ich, ganz einfach, mein Wissen ist ein Tropfen und das ganze Wissen des Lebens ist der Ozean. Und ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist sehr wichtig, damit ich immer weiter lernen kann, weil wenn jemand denkt, jemand zu sein, hört er auf, jemand zu werden. Mhm. Ich bin da absolut unterwürfig und sage mir, oh Gottes Willen, wir sind ja in 3D. Es gibt wahrscheinlich 4D, 5D, 6D, 12 Dimensionen, sagt der Burkhard Heim immer, dass wir ja immer weiterreden können. Deswegen konstant lernen und wachsen, dass dein Gehirn auch immer im Fluss bleibt und auch immer weiter da Daten speichert und dass du dich auch selbst verbesserst im Leben und verwirklichst und das egal zu welchem Thema. Stichwort Attraction Marketing. Als ich da zum ersten Mal von gehört habe, kam mir das vor wie so ein bisschen so eine, ja, da wird die ganze Sache nochmal von der anderen Seite aufgerollt. Es klingt so auf den ersten Ton sozusagen ein bisschen einfacher. Du musst nicht auf die Leute zugehen, sondern du schaffst einfach um dich herum eine attraktive Atmosphäre, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, hey, das interessiert mich, was der da macht oder was die da macht. Klingt zunächst mal einfach für Leute, die jetzt kontaktscheu sind, die sagen, ach, ich muss nichts mehr machen, Gott sei Dank. Ich muss einfach nur dafür sorgen, dass die Leute zu mir kommen. Und dann kommen die nächsten Probleme und sagen, ja, was mache ich denn da? Jetzt muss ich zum großen Influencer auf Instagram werden. Und dann fangen sie an und merken, so einfach ist das auch nicht. Was sind denn deine Gedanken dazu? Also Influencer A oder Influencer B? Also Influencer sind immer irgendwelche Grippesymptome. So, ne? Ja, wahrscheinlich. Ist ja auch so. Die Leute werden Marketing. Ja konsumierend. Ja, Attraction Marketing, Attraktionsmarketing, zu Deutsch Sogmarketing. Also sprich, ich sage immer ganz klar, wir sind eine Art von Fischer oder Krabbenfischer, die ihre Krabbenfallen ins Wasser legen und dann kommen die Leute da rein und dann holen wir die ab. So ist es ja im Prinzip. Es ist erklärt. Wir machen kurze Videos, kurze Bilder, kurze Texte, die wir ins Internet schicken. Also gibt es ja 1000 mögliche Plattformen, Pinterest, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, Soundcloud und was es da nicht alles gibt in allen möglichen Sachen. Man kann PDFs hochladen, es gibt PowerPoint-Portale, wo man seine PowerPoint hochladen kann. Mit den richtigen Hashtags kann man das verlinken und so weiter. Und das sind dann diese Sachen, wo dann ein Mehrwert in diesem Produkt oder beziehungsweise in deinem Content, in deinem Inhalt drin sein soll. Und ja, das ist einfach so, zum Beispiel, man macht jeden Tag so ein 3 bis 5-minütiges Video, was deine Zielgruppe einen Mehrwert bringt. Und zum Beispiel wir bleiben bei Facebook einfach oder Instagram, ist also über das Gleiche. Ich mache zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache eine Abnehmgruppe jetzt. Einfach jetzt mal so gedanklich. Wir bauen eine Abnehmgruppe. Wir wissen auch, wie Abnehmen geht. Das heißt, wir müssen auch irgendwo einen Mehrwert haben. Aber wenn man sich, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden auf YouTube, das Thema Abnehmen auf YouTube einverleibt, dann hat man schon mehr Wissen als wie der Mensch, der keine Ahnung hat von Abnehmen. Und das ist bei jedem Thema so. Wenn ich mich jetzt 4, 5 Stunden heute noch mit Stricken auseinandersetze und mir Häkel- und Strickvideos angucke von Oma, Katharina oder sonst da was es da auch alles gibt, dann habe ich schon mehr Wissen von Stricken und Häkeln, dass ich Mehrwert den anderen geben kann. Deswegen die meisten Leute haben, was soll ich den Leuten denn alles erzählen? Welchen Mehrwert soll ich denn bieten? Da kommt wieder dieses Framing, dieses kleine Musterdenken und denke bitte an deinen inneren Giganten. Was du noch alles nicht gelernt hast,
Das ist ein Riesending, aber du kannst dich ja fokussieren. Und dann freunde ich mich einfach mit Menschen an auf den Social Media Dingen. Ich folge denen, ich entfolge denen, wenn sie mir nach gewisser Zeit nicht zurückfolgen, oder ich schreibe sie an, oder ich gehe in gewissen Gruppen, wo meine Zielgruppe sich aufhält, und freunde die Leute an. Und dann auf meiner Timeline, auf meiner Liste, beziehungsweise dann auf meinem, da wo die Leute meine Inhalte sehen, da poste ich Videos, da poste ich die Inhalte, wo die dann bei mir lernen können. Und ich mache einen Mehrwert für die. Und man muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn man solch ein Video hat, sollte man vier Teile haben in einem Video. Natürlich eine Begrüßung, eine Fragestellung, der Inhalt und dann eine Call to Action. Hallo, ich bin der René Hellermanns. Ich zeige dir, wie du Kontakte im Internet kostenlos und Autopilot bekommst. Ist das interessant für dich? Dann bleib dran. Und dann machst du den Inhalt, erklärst ihm das. Und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, klick mal hier unten drauf und trag deine E-Mail-Adresse ein, und dann kriegst du von mir noch Kurs XYZ, wo du noch schön dir die Haare föhnen kannst. Ja. Keine Ahnung. Mehr so funktioniert es ja schon. Sind wir mal ehrlich, da geht es, seit es YouTube gibt, funktioniert das so. So machen es die Leute. Frage ist jetzt, ist das für Leute mit Kontaktscheu eher dann wertvoll? Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eigentlich, wie gesagt, die gleiche Chose in Grün. Na, ich habe da schon Menschen kennengelernt, die echt einen wunderbaren Content bieten können. Die könnten einen wunderbaren YouTube-Kanal mit echt ganz tollem Hintergrund und ganz tollen Inhalten bieten. Sie machen es nicht, weil sie sagen, ah, ich kann mich nicht im Video sehen oder so. Ah, dann sieht ja die ganze Welt zu. Und dann sag ich, ihr sieht nicht die Welt zu. Wenn es 100 Leute sehen, ist doch cool. So. Und das sind dann auch Leute, die dich vielleicht toll finden. Die kommen immer wieder. Immer wieder 100 Leute, ist doch toll. So, wie sind deine Erfahrungen damit? Funktioniert das eigentlich dann besser für dich? Also für dich funktioniert es ja super, du machst es ja auch gerne, du hast auch eine Leidenschaft drin, aber wenn du es quasi Geschäftspartnerinnen und dann Geschäftspartnern sozusagen als Methode vorstellst, ist dann die Erfahrung so, dass die Leute sagen, ja, klingt gut, da habe ich Ideen, oder ist die Erfahrung eher so, dass die dann auch wieder in so eine Art Scheu fallen? Attraction Marketing hat für mich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe über 8000 Leads, also durch E-Mail-Adressen produziert, ja, in meinem Leben für dich von 2010, 2015. Ja. Aber es ist duplizierbar, können es Leute umsetzen. Richtig. Ja, die müssen eine Menge lernen. Da gibt es eine technische Hürde. Dann sagen sie, oh, meine Kamera ist zu blöd, obwohl du nur ein Handy brauchst. Man kann ja einfach nur das Handy nehmen und machen. Mhm. Auch wenn die wirklich rudimentär die Kamera ist. Es muss einfach, oder es muss viel geschnitten werden, wie du jetzt lieber vorhast, lieber Sebastian. wenn man das lernen möchte, wenn das in Harmonie mit dir geht, wo du merkst, oh, da klopft mein Herz schneller, das will ich lernen, dann machst du es gerne, dann bist du im Flow. Aber die Leute, wo es, oh, da muss ich mich nochmal weiter anstrengen. Deswegen sage ich mir immer, lernt erstmal das Chatten, lernt mal wieder, dass ihr in Beziehung geht mit Menschen. Und da ist ein wichtiges Thema, oder amerikanischer Spruch heißt ja, people don't care about you until you care about them. Heißt zu Deutsch, Menschen interessieren sich einen Scheißdreck für dich, bis zu dem Punkt, wo du dich für sie interessierst. Wo du dann auch im gemeinsamen Gespräch auf Nachrichten, auf Facebook, Instagram, wo es auch immer ist, fragst, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir eigentlich? Was ist dein Leben? Was macht dein Leben aus? Hast du Kinder? Was sind deine Ziele im Leben? Was machst du beruflich? Bist du schon selbstständig oder möchtest du selbstständig werden? Möchtest du es nebenberuflich lernen? Mal so ganz tiefe Fragen, ganz viele Fragen stellen und sich wirklich für den Menschen interessieren, vom Herzen aus. Mhm. Weil wir sind momentan in einer Gesellschaft, die asozial ist. Ja, ich weiß noch nicht mal, was hier drüben mein Nachbar macht oder der Nachbar unter mir drunter, obwohl ich mit denen natürlich auch gequatscht habe und dies und das. Dabei wohnst du in Köln, wo die Leute ja nur ein bisschen offener sind. Würde ich vermuten. Egal, wie du das jetzt meinst. Köln ist die wärmste Stadt auch immer. Furchtbar, ja, okay. Köln ist die wärmste Stadt auch im Winter. Ja, das hat nichts mit der Temperatur zu tun. ja, wir sind asozial, aber das ist dieser psychologische Effekt, der über Jahre nicht momentan passiert. Cocooning oder Kokon. Dass wir uns ein Kokon bauen, dass wir uns einfach in unsere Wohnung zurückschieben wollen, mit kaum Menschen einem zu tun haben wollen. Aber wir sind ja im Prinzip eigentlich gesellschaftliche Tierchen, die brauchen andere Menschen. Wir sind ja soziale Tierchen, aber dieses Soziale wird seit Jahren kaputt gemacht und auch gefördert, und das ist nicht gut. Und man muss aus diesem Kokon ausbrechen. Und ich musste aus diesem Kokon ausbrechen, weil ich war einer der ersten Hartz-IV-Empfänger damals. Ich habe das erste Abo genommen, so nach dem Motto. Und da ist mein kompletter Freundeskreis zurückgefahren. Nach dem Motto, wie, du kannst nicht mal am Wochenende mit Autokino fahren, wie, du kannst hier nicht mit uns schön essen gehen, wie, du kannst dies und das nicht. Und da ist mein ganzer Freundeskreis zusammengebrochen.
Aber es war für mich auch eine absolute augenöffnende Geschichte, ne? Aber der grundsätzliche Networker wohnt im Keller, und kennt keinen Menschen, hat auch keine Familie mehr. Und wenn er mal Müll rausbringen muss, ruft er wahrscheinlich Lieferando als Lieferservice und sagt, kannst du bitte mal Müll rausbringen, weil ich möchte im Hausflur nicht irgendeinem Menschen begegnen. Und bitte schieb mir die Pizza durch die Briefluke, damit ich dich nicht sehe. Das ist der durchschnittliche Networker, der keinen mehr kennt. Und da empfehle ich statt Attraction Marketing erstmal wieder, hey, lern doch mal die Menschen mal kennen. Wie viele Freunde hast du auf Facebook? 500. Kennst du alle? Nö. Frag doch mal, wie es denn geht. Sagst du mal, hey, wir haben uns lange nicht mehr gehört. Wie geht's dir eigentlich? Was machst du? Was geht ab in deinem Leben? Erzähl doch mal. Und dann, und das bitte trainieren, wie ein Muskel im Gym, also sprich im Fitnessstudio. Weil wir sind asozial geworden. Und das ist erschreckend. Ja, stimmt. Also auch, das ist ja auch das, wovor die Leute eventuell dann auch Angst haben, ne? Dass eine asoziale Reaktion kommt, die dieses ganze Hate hat. Das Lustige ist, ich habe ja mit YouTube, ja, was weiß ich, ich habe das mal so getestet, aber da, ne, habe ich eigentlich nie so wirklich was gemacht. Habe da mit einem Freund drüber gesprochen, habe gesagt, hey, ich möchte jetzt einen YouTube-Kanal starten mit den und den Ideen. Oh, YouTube, meinte er dann. Ja, schon, so eigene Videos hochladen. Eigene Videos. Ja, so mit mir selber auch, ne? Und dann, da wirst du sehr viel Hass ernten. Und dann hat er gesagt, wieso, wieso Hass? Ja, da wirst du, also das Erste, was passieren wird, dass du sehr, sehr viele Hater bekommen wirst. Das ist schon diese Okay. Denkweise. Das ist schon diese Denkweise, dieses Framing funktioniert. Die lesen irgendwie, was weiß ich, in den Medien lesen sie YouTube, Social Media, das hat immer was mit Hass zu tun. Shitstorm, was weiß ich, ne? Sagst ein falsches Wort, kriegst einen Shitstorm, fertig. Und dann bist du bedient. Dein Image ist ruiniert für Jahre. So. Und das ist so diese Denkweise. Und da habe ich auch gedacht, ja, stimmt, da sind schon Hater. Da sind Hater. Was mache ich denn, wenn da so ein Hater ankommt? Gut, habe ich dann Ich aber. hätte da mal eine Ja, Frage. genau. Aber das ist nicht das, wenn du erfolgreich bist, kommen die Hater. Wenn du Ja. unerfolgreich bist, hast du so gut wie keine Hater. Das ist komplett anders, wie diese Menschen wieder mal preframed in ihrem Matrix-Kopf da reingedrückt haben. Ne? Aber wie gehst denn du jetzt? Lass mal gleich zu den Fragespielen kommen. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Wie gehst du denn aktuell, oder was macht dir so momentan am meisten Spaß beim Kontakten von anderen Leuten, wo du sagst, ich gehe jetzt ins Internet, ich chatte mit Leuten, ich mache mal ein Video und schaue, wie die Reaktionen sind und reagiere dann darauf. Was ist momentan da so dein Ding? Was macht dir Spaß? Wie gehst du so in deiner täglichen Arbeit vor? Im Prinzip bin ich eine Art Detektiv. Ich suche nach den Motiven der anderen Menschen, damit, wo ich, oder beziehungsweise nach den Problemen der anderen Menschen, wo ich dann drauf Lösungen bieten kann. Also ist es das, was mir am meisten Spaß macht, meine Fragen so konkret zu stellen in die Richtung, dass er offen antwortet, der Mensch, wo er sich auch dann öffnet und seine Probleme des Lebens im gesundheitlichen, im Geldproblem, Beziehungsproblem, psychologisch, juristisch, ich kann da überall helfen. Und suchst du Und dir dann konkret, entschuldige, wenn ich dich unterbreche nochmal, suchst du dir konkret Menschen, die du ansprichst, oder machst du so einen öffentlichen Kommentar und sagst, ich habe da mal eine Frage und das lesen dann 20 Leute und ein paar reagieren? Wie fängst du alles. an? Alles. Kannst du alles machen. Du kannst das Attraction Marketing technisch so triggern, dass du in gewissen Kommentaren, wo jemand ein Problem schildert, dann auch Lösungen bietest. Oder du stellst eine spezifische Frage, wo das auch auf so läuft. Aber ich mache da momentan, ich habe zum Beispiel bei mir, ich will da demnächst mal hinmarschieren, ich habe zwei CFS-Patienten bei mir. Also zwei Kunden sind bei mir CFS-Patienten. CFS ist Chronic Fatigue Syndrome, zu Deutsch chronisches Ermüdungssyndrom. Ich habe mit dem einen telefoniert, der meinte, René, nach 3 Minuten, René, können wir das Gespräch beenden? Meine Krankheit kickt gerade rein, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Können wir das Gespräch abbrechen? Das sind solche armen Menschen. Und ich weiß auch mittlerweile die Ursache des Ganzen, aber da dürfen wir jetzt nicht drüber reden und wollen wir auch nicht. Und ich habe jetzt noch einen zweiten Patienten bekommen und der nimmt diese Entgiftungstropfen. Und jetzt gehe ich bin jetzt in einem Facebook-Forum angemeldet, Facebook, in einer Gruppe, wo ganz viele Menschen davon drin sind. Ich habe da noch nicht reingeguckt, aber ich will da mal den Flow, wie die Deutsch denken, wie die reden, was für Frames, ne, für Rahmen die wieder denken. Und ich will da ein spezielles YouTube-Video zu machen und das dementsprechend auch SEO-technisch, also suchmaschinentechnisch so bauen, dass ich irgendwann gefunden werde. Und das können unterschiedliche Dinge sein, aber ich will auch in Amerika und auf der ganzen Welt gerade
Leute kennenlernen. Ich war auf den Philippinen 2020, 2 Wochen waren geplant und wegen Corinna, wegen Zähne, ihr wisst Bescheid, war ich 6 Monate dort auf der Insel und ich konnte diese Kultur kennenlernen, diese tollen, herzlichen Menschen. Und ich habe jetzt eben wirklich 2, 3 philippinische Frauen, denen ich gesprochen habe, angeschrieben und habe gesagt, hey, bist du offen für ein geschäftliches Ding? Wir können gemeinsam hier starten, etc. Und in meiner Firma, die sind noch nicht auf den Philippinen, aber meine Firma ist so fair, die müssen nichts kaufen. Die können sich da registrieren und die Idee ist dahinter, denen dann Netzwerken beizubringen, die Scheu auch abzubauen und dass sie an den amerikanisch sprechenden Ländern dieser Welt mit Menschen dann einfach ins Gespräch kommen. Und da dann dementsprechend Hilfe anzubieten mit diesen wundervollen Produkten. Und da habe ich Bock drauf. Ich hätte Lust, dass ich 10 philippinische Menschen habe, die 50.000 Peso verdienen. Das sind 800-900 Euro im Monat. Und der normale Durchschnittseinkommen von einem Filipino ist 150 bis 200 Euro. Mhm. Wenn er sein Einkommen verdoppelt würde, das ist mein Ziel. 10 Menschen haben auf den Philippinen, die 50.000 Peso im Monat verdienen. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Das ist mein Ziel. Da habe ich wieder ein konkretes Ziel, ja, weil mich das einfach geil war. Ich will die dritte Welt. Obwohl es gibt nicht erste, zweite und dritte Welt. Es gibt zwar erste, zweite, dritte Bundesliga, aber also wir leben auf einer Welt. Es gibt eine Welt. Es gibt keine erste, zweite, dritte Liga auf der Welt. Aber die sind leider sehr im Hintertreffen des Ganzen. Und das ist das dann, was mich dann so anfeuert, Menschen von meinem Herzensenergie zu helfen, ihr Leben und andere Leben. Es ist ja nicht nur, dass ich ihr Leben verändere, sondern auch die verändern andere Leben. Und das macht mich, da kriege ich fast das ist ein inneres Blumenpflücken für mich. Ja. Ja, das meine ich auch eingangs mit diesen positiven Aspekten. Beziehungsaufbau bedeutet nicht nur, ja, da hast du dann jemanden und den, wie berühmte Psychologen und Neurologen auch sagen, ne, das ist so dein Objekt dann, mit dem kannst du dann machen, was du willst, du manipulierst den so ein bisschen, dann macht der, was du willst, sondern du hast eine echte Verbindung und es ist dir wirklich von Herzen was wert, wenn der was für sich erreicht. Also ich finde das auch immer wahnsinnig toll, wenn ich positives Feedback kriege, nicht nur, weil ich merke, ich mache was richtig, sondern ich merke auch, ich habe was ausgelöst, da ist was passiert bei dem und der ist wieder einen Schritt weiter gekommen. Oder die. Mich interessiert Geld verdienen momentan überhaupt nicht. Ne? Löse die Probleme anderer Menschen und deine Probleme will ich in kürzer Zeit selbst lösen oder auflösen. Und es gibt Jeff Roberti, das ist ein mega Einkommensmensch. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ich glaube, das ist bei Juice Plus. Der hat 90 Millionen Dollar Umsatz in sein Portemonnaie bekommen. 90 Millionen Dollar hat der Lifetime verdient im Network Marketing. Mhm. Und der sagt ganz klar, hey, das heißt Direct Selling Industrie. Also Direktverkaufsindustrie oder Branche. Und er hat gesagt, nein, es ist die Direct-Sharing-Industrie. Teile die Erfahrungsberichte, die deine Firma hat. Teile das, was Menschen Gutes widerfahren ist mit den Produkten. Und das, deine Aufgabe ist es im Prinzip, die Probleme bei den anderen herauszufinden und dann Lösungen dafür zu kreieren. Die zu lösen. Ich heiße ja auch auf WhatsApp Lösungsdesigner und Weltverbesserer. Mhm. Und ich bin Lösungsdesigner und das ist genau das, was auch das Wichtigste ist im Netzwerken. Wenn man Netzwerken lernen möchte, Netzwerken hört sich aber auch wieder so trocken an. Im Prinzip ist es Herzensverbindungen aufbauen, dass man wirklich sein Herz mit dem anderen connectet. Und was ist Herz? Herzlich, wie geht es dir? Aber eine ernste gemeinte Frage, wenn er eine Oberfläche hat, wie geht es dir wirklich? Was für Probleme hast du derzeit im Leben? Mhm. Wie geht es deiner Familie, wie geht es deinen Kindern, wie geht es deinem Mann, wie geht es deiner Frau, wie geht es deiner, ne? Was machst du beruflich? Oder eine sehr krasse Frage, die habe ich auch von einem Upliner mal bekommen. Was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt? Und dann sagt der eine, ich arbeite beim Amt, wir kontrollieren Steuern, wir wollen euch steuern, das ist super wichtig. Ich so, super, geil, null Mehrwert. Ja. Ich will nicht gesteuert werden und deswegen bin ich auch weg aus Deutschland bald. Aber egal. Was haben andere Menschen dafür, dass es dich gibt? Davon, dass es dich gibt. Und das sind so diese tiefgehenden Fragen, die andere Leute dann auch berühren. Und dann merken die auch, hey, der Mensch ist eine ganz andere Energieschwingung oder Frequenz oder der hat ganz andere vorherrschende Gedanken, die mich jetzt weiterbringen würden. Und deswegen fühlen sie sich auch anziehend zu dir. Denn es gibt ein wichtiges Sprichwort da draußen im Internet. Wenn du merkst, dass dein Interessent ein Problem hat und du kannst dieses Problem besser beschreiben als er selbst, bist du anziehend für ihn. Er kann dir gar nicht widersprechen, er muss dir folgen.
Und wenn du dann darauf aufbauend eine konkrete Lösung aufzeigst, ihm Dann Beispiele wirst du, gibst, dann kriegst du Heiratsanträge ohne Ende. dann. Genau. Ja. Ja, klasse. Also ich habe da in Erinnerung noch, früher hieß es immer, als ich da ja auch mal was gemacht habe, hieß es immer, ja, du brauchst irgendwie 3, 4 High-Performer. Die musst du dir suchen, so, die machen dann den Rest für dich, so ungefähr, ne? Und Oder wie hieß der? Wolfgang Tust. Kennst du Wolfgang Tust? kann, ja, doch, kann sein. Irgendwie so klingelt da was, aber ich kann es nicht konkret verbinden mit irgendwas. Der war eine 10 bei HMI. Hilft mir immer. Hamburg-Mannheimer, der Strukturvertrieb, der hat gesagt, such dir 10 Menschen, die besser sind als dich. Dann hast du deine eigene Person rationalisiert. Darum Genau, geht's. ja. Ist auf Aber jeden Fall wichtig, aber ich habe dazu immer den Gedanken gehabt, ja, jeder kann ein High-Performer werden, jeder kann der Überflieger werden, jeder kann plötzlich über sich hinaus wachsen und du denkst, ah, gut, so ein Mauerblümchen, mal gucken, was aus dem wird. Und plötzlich, halbes Jahr später, ist er 10-mal besser als du, so ungefähr, ne? Weil er plötzlich was in sich entdeckt hat, was schon sowieso schon da war, vier Buchstaben, ne? KLUW. Konstant lernen und wachsen und nie aufhören. Genau. Und es heißt ja, du brauchst 10.000 Stunden, um ein Experte in einem gewissen Gebiet zu werden. Ich bin wahrscheinlich über 20.000 Stunden schon, keine Ahnung. Aber ich lade jeden ein. Guck, dass du nie in die 10.000 Stunden Kategorie für dich gehst, für dein Herz, für dein Leben, für deine Familie, für deine Kindeskinder, dass du einfach KLUW, konstant lernen und wachsen, mit dem Gebiet, das du gerne lernen möchtest. In der Schule müssen wir wirklich im Prinzip, also ich bin schon lange nicht mehr bei McDonald's gewesen. Aber wenn ich zu McDonald's gehe und du willst jetzt einen Cheeseburger essen, in der Schule gibt es das nicht. Nee, heute gibt es keinen Cheeseburger. Du musst jetzt Mathe lernen. Du musst jetzt Geschichte lernen. Du kannst nicht wählen. Aber später in der Erwachsenenkunde oder Erwachsenenweiterbildung, da kannst du wählen. Aber die meisten Leute wählen dann lieber doch, ich gucke Fußball, ich gucke Formel 1. Nichts gegen Fußball, Formel 1. Ich gucke Glücksrad. Keine Ahnung, die wählen dann so blöde Sachen. Du hast, wenn wir über Zeit reden, wir wissen ja, Zeit gibt es nicht, aber du musst dir über Bewusstsein werden, wer bist du? Und vor allen Dingen, es gibt ja zwei wichtige Datis, das ist die Plural von Datis. Der erste wichtige Tag ist dein Geburtstag, dein richtiger Geburtstag. Und der zweite Tag ist, warum bist du geboren worden? Wenn du weißt, warum du geboren wurdest. Das war von ein paar Jahren, 2, 3 Jahren noch nicht für mich ersichtlich. Und jetzt, in diesem Jahr, ist es ersichtlich für mich. Und Ja, das. seitdem bin ich im Flow. Seitdem ist mein Wahnsinn. Herz. Ich, Ja, cool. Ja, aber genau so ist es. Und alles wird, also man wird immer so ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen, ne? All diese Fragen. So, alle Fragen, die man an andere richtet, richtet man sozusagen auch immer an sich selber. So. Und wenn man für sich selber gute Antworten gefunden hat, dann kann man Leute gut anleiten. Kann man ein Leader alles sein. ist eins. Ich habe Ja. mir mal, du kannst ja, wie heißt die, dieser Film da, wo der, Truman Show, oder? Wo der Dings runterfällt, der Scheinwerfer runterfällt. Ach Und so, er ist ja. in einer TV-Serie und er kapiert das gar nicht. Und das ist sein Leben. Und so fühle ich mich seit meinem Kleinkind ist schon an, dass alle Menschen mich beobachten und dass ich hier in dieser TV-Show bin. So sehe ich mich. Also nicht, dass ich jetzt der geilste Typ auf diesem Planeten bin und total überheblich bin. Nein, aber so fühle ich mich, weil alles eins ist. Du bist ich bin du. Jeder Mensch ist ein Teilaspekt von mir und ich bin ein Teilaspekt von dir. Und wie oft habe ich schon an Menschen gedacht und am nächsten Tag oder nächsten Tage gab es dann plötzlich eine Nachricht. Hey, ich habe gerade an dich gedacht. Hey, ich habe auch vor ein paar Tagen an dich gedacht. Der Scheiß funktioniert. Wir brauchen kein Facebook oder Stimmt. WhatsApp oder so. Ja. Alles ist eins und ich fühle mich manchmal so wie in dieser Truman Show. Und Ja. ich finde das immer positiv. Ja, das ist so dieses Metaverse-Thema oder was weiß ich, ne? Das denke ich auch immer. Du brauchst doch keine virtuelle Welt um dich herum, setze eine Brille auf, dann bist du ja völlig weg. So, das ist schon da, das ist schon hier und jetzt. Du musst nur genau hinfühlen, hingucken, hinschauen. Musst du auch nicht immer, kannst dich auch mal ausruhen, so. Das muss man nicht immer machen. Alles ist Aber gut. sollte schon verstehen, dass es da mehr gibt. Oder Eine sich dem wichtige annähern. Sache noch aus meiner Sicht. Das Wort muss gibt es in meinem Wortschatz nicht mehr. Ich sage es ab und zu noch, ich negiere es dann Gewohnheit, sofort. ja. Du darfst, ne? Wie die Wurst, du darfst. Heute viele Produkte genannt, aber das sind so interessante Gedankenkonstrukte dahinter. Du darfst, du musst nichts mehr. Du musst essen, du musst schlafen und ab und zu muss dich auch ein netter Mensch mal knuddeln und drücken. Und das war's.
Aber du darfst. So, da musst du, so musst du dein Leben Ja, das umstrukturieren. ist Da die ist es Gewohnheit. wieder. Es ist die Sprachgewohnheit. Das ist halt so, ja. Genau. Wir wissen Du beide, wir darfst meinen es dein nicht, Leben ne? Ja. strukturieren. Und genau das, Ja. da, ich rufe dir zu, dass du dein Bewusstsein stärkst und einfach mal ganz bewusst über dein Leben nachdenkst. Wie geht's Ja. dir wirklich? Lass uns zu den Fragespielen kommen. Darauf habe ich total Let's Bock. go. Ja. Das sind praktisch Fragen, die sind auch so ein bisschen off-topic. Da geht es in alle möglichen Richtungen. Idee dabei ist vielleicht kurze Antwort, aber kannst auch lange antworten, je nachdem, was dir in den Sinn kommt. Ich Und werde soll nicht Spaß sexuell und machen. ich werde nicht politisch. Gut, sonst muss ich wieder schneiden. Ich will, dass das Video offen bleibt, ja, verfügbar bleibt. Frage 1. Wir haben jetzt viel über Beziehungen gesprochen. Könntest du denn auch als Einsiedler leben? Und wenn ja, wo? Ich bin jahrelang ein Siedler gewesen und gerne gewesen, aber das hat mit Depression Burnout zu tun. Aber ich bin ein Kuscheltierchen. Ich brauche viele coole Menschen, die hochschwingen. Und die mich als HSP, als High Sensitive Person, hochsensible Person, auch verstehen. Das heißt, auch mal so eine Auszeit, was weiß ich, mal ein halbes Jahr irgendwo nach auf die Aleuten und sie Aleuten. Auf den oder Aleuten sich rebooten? ja, Ja, genau. warum nicht? Kann ja auch schön sein. Ja. Was denkst du, warum sind wir glücklich, wenn wir in guten Beziehungen zu anderen Menschen leben? Warum gibt uns das was? Weil wir soziale Kuschelwesen sind. Und das ist super wichtig. Es gibt ja mittlerweile Menschen, die sind Kuschel, nicht nur Kuscheltrainer, sondern du kannst das Kuscheln bei denen kaufen. Einfach nur kuscheln. Stimmt, ja. Weil das auch Bindungshormone bringt. Und ja, sehr wichtig, dass man das auch fördert. Weil wir sind momentan, wie auch im Interview gerade passiert, asoziale Wesen momentan. Wir gehen lieber von Menschen weg, als dass es wieder sich zu. Ich glaube, wir sind gerade am Wendepunkt, dass sich das gerade wieder positiv dreht und ich hoffe es und da verarbeite ich auch. Ich nenne dir nun ein Wort und du sagst, ohne zu zögern, was dir spontan dazu einfällt. Kölle. Allah. Allah, du Schaf. Dann Kölsch oder Altbier? Ich trinke nur neues Bier, kein altes Bier. Düsseldorf war alt, meine ich. Ich weiß. Ich möchte Kölsch haben und kein altes Bier. Wir hatten neulich schon mal das Gespräch darüber, weil ich kriege ja hier nicht so viel. Hier gibt es Frühkölsch und Gaffelkölsch. Ich krieg den Rest auch an, aber ich habe keinen Bock, da irgendwo hinzufahren. Was ist denn das beste Kölsch? Was empfiehlst denn du? Was soll ich mal probieren? Reisdorf. Reis? Reisdorf und Mühlenkölsch ist sehr lecker. Früh geht Mühlenkölsch. auch noch. Aber das ist ja das ist ja das Interessante. Alle schimpfen sie immer über Köln, das Bier schmeckt nicht. Dann frage ich immer, ich habe letztens einen interviewt, nenn mir fünf Kölschsorten. Der hat genau auf Kölsch rumgehauen. Nenn mir fünf Kölschsorten. Der hat zwei Kölschsorten gekommen und das dritte war schon Altbier. Und da musste ich so hart lachen. Und ich so, du kennst ja nicht mal fünf Kölschsorten, wie willst du denn überhaupt wissen, wie es funktioniert? Und da sind wir aber beim Netzwerkgedanken. Ja, du hast vielleicht zwei Leute angeschrieben, alle haben sie Nein gesagt und jetzt Ja. sagt, das funktioniert nicht. Es geht nicht. Was wäre für dich ein gutes Lebensziel? Was könnte man ein gutes Lebensziel nennen? Dann aufzustehen, wann du möchtest, ohne Stress, ohne Druck. Eine wundervolle Frau oder einen wundervollen Mann, wenn du auf Männer stehst. Ich will eine Frau haben, die dich morgens einfach schon knutschend umhaut und du einfach am Strand aufwachst und ja, einfach chillst. Ah, cool. Ein bisschen unerwartete Antwort, weil wir ja vorher über geistige Sachen gesprochen haben, aber das passt auch. ergänze folgenden Satz. Die Gesellschaft kann sich positiv entwickeln, indem jeder Einzelne, Vor seiner eigenen Haustür kehrt. wenn du ein Land wärst, welches Land wärst du? Hellerhausen. Was ist das? Hielermanns, also Ach AE so, gedreht. ja. Heller Hielerhausen, so unter dem Motto, ja. Ein Land, ja. Vielleicht nochmal zum Begriff, ja, Mentalität. Welche Mentalität in welchem Land gefällt dir denn? Gefällt dir Die kölsche Philippinen. Mentalität, rheinländische, asiatische? Viele Mentalitäten, ne? Andere Länder, andere Suppen. Sehr, sehr spannend, was man lernen kann. Wie oft kann man eine Weltreise machen, aber die philippinische Mentalität, diese Menschen haben teilweise Häuser, die nicht fertig sind, aber lachen den ganzen Tag. In Köln ist es, diese Menschen, ja, die kriegt man nicht mundtot.
Meistens nicht. Büttenredner. Und aber die deutsche Mentalität gefällt mir irgendwie nicht. Die ist zu hoch geknüpft und die denken, jemand zu sein, hört auf, jemand zu werden. Ja, das in der Kürze der Würze. Deswegen will ich auch hier weg aus Deutschland. Und Servicewüste Deutschland, das ist auch so ein Thema. Klar, ja. Die Welt in 10 Jahren. Soziale Kontrolle oder soziale Empathie? Ich sehe gerade, dass wir in der Befreiung leben und dass Menschen hier auf diesem Ausbildungsplaneten getriggert werden, wach zu werden. Ich bin schon 17 Jahre wach und wir sind auf jeden Fall in eine liebestechnische Richtung unterwegs, die schön wird. Und auch schon schön ist. Man muss nur die richtigen Seiten des Buches Erde aufschlagen. Stimmt, ja. Ja, ich habe auch so ein relativ gutes Gefühl, was die Zukunft betrifft. Teilen im Moment nicht alle. Ich habe auch manchmal so meine Schwierigkeiten, aber grundsätzlich bin ich zuversichtlich. Die Postannahmestelle des Universums hat heute ausnahmsweise geöffnet. Du darfst 3 Wünsche senden. Welche wären das? Geistige Gesundheit für alle. Dass alle Menschen mit ihrem Herzensthema getriggert werden, dass sie lernen können. Und noch mal weitere 3 Wünsche. Ja, ist möglich, klar. Es gibt unendlich viele Menschen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ja. Und wirklich viel. Wunsch ist Wunsch. Nicht Ja. rausschneiden, ne Scherz. Einfach, um das nochmal zusammenzufacken, einfach Gesundheit und Wohlstand für die ganze Menschheit und vor allen Dingen Bewusstsein, Bewusstsein, Ja. bewusstes Sein. Da kann man noch 17.000 Jahre drüber philosophieren, was bewusstes Sein. Oder andere Frage, was meinst du, was hier los wäre, wenn die Menschen verstehen würden, was hier los wäre? Ja, Volker Pispers, oder wer hat das gesagt? Ich weiß es nicht, aber das ist auch gut, ne? Ja. Ja, wunderbar. Danke dir, René, für dieses Interview. Und Sind wir durch? ja, wir sind soweit durch. Wir machen bestimmt noch einen zweiten und dritten Teil irgendwann. Es fällt bestimmt noch mal Stoff ein. Ja. Und ja, Leute, wenn ihr jetzt sagt, der René, das ist ein sympathischer Typ, den will ich mal kennenlernen, und der hat so ein paar Sachen erwähnt, so von wegen Entgiftung und mir geht's besser und ich kann meinen Körper irgendwie regenerieren. Wenn euch das angesprochen hat, dann nehmt doch mal zum guten René in Köln Kontakt auf. Genau, Tele 090. Telefonnummer steht hier drunter jetzt. Genau, WhatsApp, Telegram, Alles, alles hier drunter, alles Signal, immer schicken. Brieftaube. Brieftaube, Rauchzeichen. Ja, vorbeifahren, klingeln, mit ihm zusammen Okay. zocken, Pirat spielen. Nein. Das mache ich auch gleich, da habe ich ja Ja, Lust drauf. genau. Ja, vielen Dank fürs Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns demnächst. Jetzt kommt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für deine Zeit, lieber Sebastian. Wenn du jetzt hier das Video schaust, hier drunter kommentiere, was für Themen ihr aus noch mehr rauslocken könnt. Ich habe sehr, sehr viel Ahnung, sehr vielen Themen, aber wenn ich weiß etwas nicht, dann sage ich, habe ich keine Ahnung zu, aber sicheres Auftreten bei kompletter Ahnungslosigkeit, auch wichtig im Netzwerk. Ganz richtig. Ja, habe ich auch schon oft gehört. Guti. Danke. Ja, danke auch. Ciao. Tschüss. Ich habe kein. Hast du noch ein Schlusswort? Nee, ne? Schlusswort ist doof. Das ist das Schlusswort. Hier ist ein. Genau. Nee, wie geht's? Wir hatten eine Menge Spaß, das ist gut. Ahoi, Ciao. Brause. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Gesprächs. Das Thema Schüchternheit überwinden und fremde Menschen ansprechen, Beziehungen aufbauen und pflegen ist sehr spannend. Wenn du ein paar Anregungen bekommen hast und vielleicht heute noch Kontakt zu jemandem aufbauen willst, den du noch nicht kennst, aber kennenlernen willst, also was total Verwegenes, dann tu das doch mal. Und zwar einfach so. Geh schrittweise vor. Sag einfach mal Hallo. Und wenn dir das Interview hier gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch und abonniere diesen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.